Hallo zusammen. Wir sind alle ganz happy, dass unser Frank in den Stable Staff Award bei den Finalisten gelandet ist. Er hat das wirklich verdient. Er ist am längsten an meinem Stall, seit 8 Jahren, eine wirkliche Säule. Er ist als Reisefuttermeister, besser kann man es sich nicht wünschen. Dieses Jahr haben wir das große Glück, in unserem Stall 2 Finalisten im Stable Staff Award zu haben. Hier einmal Cynthia, die schon seit knapp 8 Jahren bei uns arbeitet. Wir hatten ein paar schwierige Zeiten, aber auch ein paar gute. Aber ich glaube, wir haben es jetzt zusammengefunden, dass es klappt. Und ich glaube, ohne sie wird der Stall längst so gut laufen, wie er läuft. Und auf der anderen Seite haben wir Birgit, die auch schon seit knapp 4 Jahren bei uns arbeitet. Ist sozusagen die gute Seele im Stall. Das ist die älteste Präsidentin auch. Bei uns im Stall. Aber ja, nee, auch sie ist natürlich super wichtiger Anteil an dem Erfolg hier im Stall. Ab, weil sie immer sehr nett ist, ein sehr netter Mensch, ein sehr witziger und freundlicher Mensch. Außerdem hat sie immer für uns Auszubildende ein offenes Ohr, ist immer sehr bemüht darum, dass uns hier alles leicht fällt, dass wir Spaß haben und ist auch den Pferden gegenüber immer sehr einfach. Wir haben uns gestern sehr gefreut als Team von Christian Sprengel, dass du eine der Finalistinnen bist in diesem Staff Award. Das ist wirklich eine tolle Leistung. Du bist jetzt seit 2011 bei uns im Stall und hast als Praktikantin angefangen. 2013 hast du deine Ausbildung begonnen, die du auch natürlich erfolgreich abgeschlossen hast. Und wir als Team... Heute bin ich mit 4 Pferden in St. Moritz. Es wird ein spannender Renntag. Er ist sehr aufregend, es gibt viel zu tun. Aber in Weilerswiss sind noch 44 Pferde und da ist mehr zu tun. Ich weiß aber, wenn ich hier bin, dass Susi das zu Hause managen wird. Wir haben